ist das erbaut von der Schulgemeinde Ottertal im Jahre 1911 unter dem Obmann Johann Gruber. So, es gab hier drei Räume. Und in einer wohnte er auch? In einem Zimmer, das war dann so, das war die Stolz mit der Er wohnte hier auch. Hier ist er schon grüßen. Grüß Gott. Das war die Wohnung des Leiters. Schlafzimmer, ein Kabinett und die Küche. Das Leiters war das dann schon. Von vor 67. 67. Ne? Da war seitdem gibt es keine. So, dass wir dann gesagt haben, dass die Räume sind nicht zur Verfügung. Wie viele Lehrer gab es hier? Mit wie vielen Lehrern war hier? War hier der einzige? Zwei. Zwei. Zu zwei Lehrer. Also ohne Religionslehrer. Die haben jetzt praktisch so geteilt, dass wir die Mauer da jetzt weggeben haben in der Mitte und dort die drei Klassen draus gemacht. Ja, ich sehe es, ja. Im Erdgeschoss war es da abgeteilt, das haben wir gesehen, also da haben wir zuerst geschaut, das ist das Stiegenhaus, da geht man dann drauf, also das ist das Stiegenhaus dann drauf. Da war abgeteilt und da war es also praktisch die Wohnung des Leiters immer. Ne? Da war draußen reingegangen, der Vorraum, Küche, Kabinett, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Da haben wir es halt so, dass wir die Wohnung Seiten zu probieren. Ja. Einst war da sowas nicht mehr. Das steht noch da, das Haus. Da hatten wir die Schulsachen, hatten wir, meine Mutter hat das Geschäft gehabt. Wir hatten Schulsachen, in die Schule sind wir wieder gekommen, und Schulsachen. Im 9. Jahr war das, da oben beim Rotensteiner haben mich die Kühe zusammengetreten. Yeah. Und der Herr Wittgenstein hat mich aufgehoben, yeah, und hat sofort den Arzt angerufen. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Und was für ein Lehrer war es? War es ein strenger Lehrer? Ein strenger Lehrer, aber ein guter Lehrer. Ein guter Lehrer? Ja. Die Kinder haben sehr viel gelernt von ihm. Er war sehr streng, aber sehr. Ja. Wie zeigt es sich? In welchem Sinne war er streng? Was? Na, er hat keine, wie soll ich sagen, so Spielereien, das wollte er nicht. Keine Spielereien? Ja, Spielereien, wie soll ich. Spaß machen, ne? Ja. Und das sollten wir lernen, die Kinder nicht bei ihnen, ne? Ja. Und er hat auch viele, viele Ausflüchte mit den Kindern gemacht nach ja, er hat zum Beispiel, da hat ihn ein Schüler einen Fuchs gebracht. Ja. Den er geschossen hat, ne? Ja. Der Schüler seines Vaters hat den Fuchs geschossen. Ja. Und hat ihn den Wittgenstein gebracht, ohne Fell. Und der Wittgenstein hat ihn ausgekocht und hat die ganzen Glieder wieder zusammengesetzt. Er war im Lehrmittelzimmer, der Fuchs. Ah, und das war das in der Russenzeit dann kaputt gegangen. Ne? Ja. Und war dann mit den Russen weggeräumt oder wo er hingekommen ist, weiß ich nicht. Als Lehrmittel hat er ihn. Als Lehrmittel? Die ganzen Knochen, ganz ausgekochtes Fleisch, die Knochen wieder mit Draht zusammengemacht. Das hat er hier im Schule gemacht? Das hat er hier in der Schule gemacht. Ihr lebt da auch im Schule, glaube ich. Das er lebt ja auch. Das war ein Zimmer gewesen, wo er gewohnt hat. Gegessen hat er beim Rotensteiner, Gasthaus. Gasthaus. Ja. Sind Sie auch in diesem Zimmer gewesen, wo ihr lebt im Schule?
Ja, es war nur ein Zimmer. Er hatte nur einen Kasten und ein Bett drinnen und was hier nachgegessen hat, einen Tisch und einen Sessel. Das war alles. Ah, nur so ein kleines Zimmer. Ja. War ein junger Lehrer, aber der ist ja vom Ersten Krieg zurückgekommen. Ne? Ja. Er war 25 Jahre oder sowas. Verstehe ich, ja. Sie, gibt es noch Dinge, die Sie von ihm gelehrt haben, die Sie noch immer wissen? Nein, ich bin nicht bei ihm direkt in die Klasse, in die Schule gegangen, sondern wenn unser Lehrer krank war, ne, ja, haben wir ihn auch gehabt in die Klasse. Nicht? Ja. Und wann haben Sie entdeckt, dass Wittgenstein ein großer Philosoph war? Also, das haben wir dann in der Zeitung gelesen. In der Zeitung? Ja. Und wann war das? Das weiß ich nicht mehr. Das war, ich glaube, noch im Krieg war das oder vor dem Krieg, das weiß ich nicht. Ein Buch hat es sogar gegeben, ne, von Wittgenstein. Ne? Ja, ja. War sie überrascht, um das zu hören? Das ja, bestimmt. Da war ich auch überrascht. Ja? Er hat Klarinett gespielt, wir mussten singen. Ah, Klarinett gespielt? Ja. Haben Sie das gehört? Ja. Ja? Und kennen Sie noch Lieder? Na, Lieder kann ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber die Schüler haben etwas gelernt bei mir. Ich war streng, aber sie haben was gelernt bei ihm. Ja? Schüler, ja. Zum Beispiel. Na, was haben Sie gelernt? Wissen Sie noch etwas, was Sie. Na, im Rechnen, Schreiben, überall haben wir was gelernt. Er hat sich Mühe gegeben, den Kindern etwas beizubringen. Ne? Weg haben also die Kinder vermieden, weil er immer, wenn
wenn ein Kind hier gegangen ist, hat er gesagt, komm, wir lernen. Er hatte den Rassel geschrieben, also wenn ich mich nicht beschäftige, sind bei mir immer die Teufel los. Daher versucht er sich zu beschäftigen und hat den Kindern Nachhilfeunterricht und so weiter gegeben. Und da drüben zum Beispiel ist das Bett, das Wittgenstein selbst konstruiert hat. Und dann ein Wasserleiter Schlaf. Mit dem Bett haben die drei Philosophen des 20. Jahrhunderts geschlafen. Russell auch? Russell auch, mit seiner Frau. In diesem Bett? Mit einigen seiner Frauen. Mit einigen? Hat Russell in diesem Bett geschlafen. Das weiß ich von seiner Tochter. Das ist das Bett, das Wittgenstein Russell verkauft hat. Zusammen mit vier Stühlen und einem Tisch. Das ist ein Bett aus Cambridge, oder von Cambridge? Ja, ja. Aus Cambridge. Aus Cambridge, das ist aus England. Ja, das ist das Bett, ja. Also er hat hier nur einige Nächte verbracht? Nicht einige in der Kirche, sondern also er hat von Ende August 20 bis sicher im Februar 21 hier gewohnt. Aber das ist eben durch die Nachlässigkeit der Leute, der Besitzer hier, ist das so erhalten geblieben. Es wird so über Wittgenstein viel gesprochen, ne? Ja. Aber Wittgenstein gekannt habe ich ihn durch und durch. Ja. Wir waren Freunde gewesen. Ja. Er war mein Lehrer. Aber trotzdem, wir haben einander gut leiden mögen. Ich habe gut Algebra rechnen können und es war irgendwie, ne? Na, Emmerich, was ist aus dir geworden? Das ist auch der Foto von der Klasse mit all den Buben. Also, wann ist Wittgenstein in Trattenbach? 2022. 2022 war ich sein Schüler. Sein Schüler? Ja. Und wie alt war sie denn? Damals, also 10. Ein Bube? 20, 10, 12 Jahre. 12 Jahre, bist du 12 Jahre? Und die Klasse, wie viele Kinder gab es? Wir waren vierklassig. Vier? Ja. Und Wittgenstein war in der Hinsicht ein bisschen eine Ausnahme, gell? Er hat sehr viel von uns gelernt. Ja, zum Beispiel im vierten Schuljahr haben wir Algebra gerechnet. Algebra? Im vierten Schuljahr. Ich habe gerne mit dem Ausflüge gemacht. Ausflüge, wo? Ja, viel draußen im Freien. Feiner. Also das war ihm so der Liebste. In der Klasse war er immer grantig, gell? Aber draußen war er locker. War er immer lustig und fitte. Draußen im Freien. Und in der Schulklasse, da war er immer grantig. Und als solcher war er ein bekannter, strenger Lehrer. Ein strenger Lehrer? Ja, Zug hat mit dem Stock und so. Ja. Das war normal, oder? Ja, für ihn war es normal, für uns nicht. Ja, gut, den hat er von ihm mitgekriegt. Nein, nein, mich hat er nie geschlagen. Nie geschlagen? Nein. Gelernt? Ja, erinnere sich noch. Oh ja, Gedichte. Gedichte, ja? Ja, ja.
Können Sie noch ein Gedicht? Humorvoll. Kennen Sie noch ein Gedicht? Ja, der grüne Frosch, den Naturkenner von Kopisch. Von Kopisch. Die Taten hören so an, raus sind ausgewisste Leute. Wer nur kein Pulf in der Welt erfinden, sie es heute. Allein bloß sie es, wird es immer sein. Was man zum ersten Mal ersicht, kennt selber auch der Klügste nicht. Und wie einmal die Taten mähen, sie einen grünen Frosch da sehen. So grün war der liebe Frosch und bette mit dem Kropfe. Ein Taten viel versteckt dabei, die Mütze von dem Kopfe. Mit Beinen vier, ein grünes Tier, das war für sie zu wunderlich, zu neu und zu absonderlich. Da musste gleich der Schulter als Herr, so ist der Bürgermeister, muss sagen, welch ein Tier das wäre. Grüne Tier, der Schulter sah, als einen Hupfes machte. Die Taten wollten schon davon, da sprach der Alte gesagt, lauf nicht davon, es sitzt und ruht schon. Sei still und ich erkläre es bald. Das Tier kommt aus dem grünen Wald. Der grüne Wald ist selber grün, davon ist auch das Tier so grün. Das ist großartig. Sie war ein sehr begabtes Kind, glaube ich, dass Sie das noch kennen. Oh ja. Nein, ich will gar nichts übertreiben, aber ich war wohl einer der besten Schüler bei ihm. Und sie möchte Wittgenstein gerne auch? Ich mochte ihn sehr gerne. Ja. Er war schon irgendwie herausstechender Mensch. Er war Einzelgänger. Er war nie in der Gruppe oder so, er ist immer allein marschiert. Er hat uns oft Äpfel gebracht. Ja, hat sich heraus und da hat komm her, das Turnapfel. Das hat sich gern gehabt. Also mein Vater ist mit ihm sehr gut ausgekommen, obwohl er für ihn eine Rarität war. Eine Rarität? Ja. Ein Sonderling? Ja, ein Sonderling. Das kann man sagen. Ja. Er ist immer allein gegangen auf der Straße und wenn da rechts einer gegangen ist, ist er auf die linke Straßenseite gegangen. Ja. Er ist förmlich jeder Gesellschaft ausgewichen. Und wie war er gekleidet? Erinnern Sie sich? Furchtbar einfach. Ja, furchtbar einfach. Er ist das Leistenkinder, es hat sich später dann herumgesprochen, er stammt aus einer reichen Familie. Und das war auch. Haben Sie das gewusst, dass das haben oder wir, später? Das später erfahren. Wittgenstein ist aus einer schwerreichen Familie. Und so extrem. Sein Großvater ist nach Amerika ausgewandert, in der Jugend. Gell? Und da hat er sich einiges erspart. Er war astronomisch auch tätig und wenn er irgendetwas Neues war am Sternenhimmel, ne, dann mussten wir hinuntergehen. Da war ein Mondesfinsternis oder sowas. Ne. Dann mussten wir, und wenn es Mitternacht war, müsste hinunterkommen zu ihm. Und wo? Wo war das dann? Wo er gewohnt hat, in den Schlachterstübel. Das Schlachterstübel besteht, haben Sie schon gesehen? Ja. Ja. Dort hat er gewohnt. Dort hat er gewohnt? Ja. Und sind Sie auch in seiner Kammer gewesen? Ja. Setzte hin, ja. Mit der Möblage war es natürlich sehr spärlich, aber also, nimmst Platz, setz dich hin, irgendwo, wo der Fußboden war. Ne, haben wir Platz genommen und hat er uns Verschiedenes unterrichtet. Er war nicht ganz einverstanden mit der Bevölkerung hier. Nicht? Nein. Warum nicht? Mit ihren Bräuchen und Gewohnheiten, ne, das war ihm halt ganz fremd, als Stadtmensch. War er ein Stadtmensch? Na ja, freilich war er ein Stadtmensch.
Er war so wahnsinnig bescheiden in seiner Bekleidung. Ein paar verhatschte Schuhe und so eine Windjacke, sagen wir dazu. So eine Windjacke hat er getragen. Er ist auch noch später zurückgekommen. Ja. In Trattenbach und richtig. Dieser Gegend. Wissen Sie das auch noch? Er ist ja gekommen, hat uns besucht, wie geht's und so. Ja? Ja. Erinnere sich, Sie sich auch noch ein Lied, das Sie gesungen haben? Oh ja. Er spielte auf der Klarinette. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Er hat Klarinette gespielt. Er hat Klarinette gespielt? Ja. Meine Klarinette spielt keinen Ton falsch. Ihr singt's falsch. Das sagt er. Nach Süden und sich lenken die Vögel allzu mal. Viel Wanderer lustig schwenken die Hüte im Morgenstrahl. Das sind die Herren Studenten, zum Tor hinaus es geht. Auf ihren Instrumenten, sie blasen zum Ballett. Beatus ille homo, qui sedet in sua domo, et sedet post fornacem, et habea bonam pacem. Verstehen Sie es? Ja, das ist großartig. Wilson, das war auch eine Eigenheit. Ne? Er hat nicht im Gasthaus gern gegessen. Also sie vom Bauernhaus seine Verpflegung bringen lassen. Und wenn er Zeit hatte, wenn er eine Zeit hatte, musste er zu uns einer gehen. Ne? Und das war halt die ganz einfache Bauernkost. Das hat ihm geschmeckt. Wir haben gesagt, Gödel, ne? Und Fleisch. Gödel und Fleisch. War das ein Unterschied mit anderen Lehrern? Die andere Lehre, taten Sie das auch oder nicht? Ach, himmelhoher Unterschied. Wirklich? Da, sie mochten einander auch nicht. Nein? Nein. Aber Herr Kohlert sagte zu meinem Vater, ja. Warum wollen Sie nicht studieren lassen? Er sagte, schauen Sie, er ist mein einziger Sohn, ich will ihn nicht weglassen, sagt er. Aber wenn er studiert ist, wenn er etwas kann, dann wird er sich viel leichter im Leben durchbringen. Lassen Sie ihn doch studieren. Ja. Ich bin dann in eine Landeslehranstalt gekommen, mit landwirtschaftlichem Charakter. Ja, ich war ein Kind, aber ich habe ein paar Größen, was ich zusammengesammelt habe ich mir einen Stock gekauft. Und am nächsten Tag, beim ersten Schulweg, haben wir die anderen Buben furchtbar ausgelacht. Ich komme mit einem Stock daher. Das haben sie mir so ausgedacht, jetzt habe ich mich geschämt. Und habe den Stock im Gebüsch vergraben. Nach Jahren habe ich ihn wieder hervorgeholt. Ich habe den Stock im Gebüsch vergraben, ich habe mich geschämt, weil die anderen haben gelacht. Es ist ja nicht üblich, dass ein Volksschüler ein Spazierstock trugt. Das war ja nicht üblich. Und ich war der Meinung, die Kinder würden überfordert. Nicht? Also bitte der vierten Schulstufe Algebra und Griechisch. Und hat er gesagt, und da hat er dann die Stunden, die Lehrstunden überzogen. Die Zeit überzogen, ja. Und da haben dann Eltern gesagt, ja schauen Sie, Sie überfordern die Kinder, Sie lassen sie so lange da, ja, die sollen doch nach Hause gehen. Hat er gesagt, wenn Sie hier die Aufgabe haben, einen schweren Stein zu heben, und Sie haben den Stein schon in Brusthöhe heroben, und jetzt schlägt die Uhr, 12 Uhr. Werden Sie den Stein fallen lassen oder werden Sie doch weiterheben? Ne? Das war eine kitzliche Frage. Ne? Das ist Entscheidungssache. Ne? Die vom weiblichen Geschlecht,
die Mädchen. Ja. Mit denen hat er sich lange nicht so befasst wie mit den Buben. Ach, warum, denken Sie? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ist so. Vielleicht ist was dran. Ja. Ja. Schauen Sie, ich habe ihn sehr gern gehabt. Sehr gern. Weil er Interessen vertreten hat, die sind in der Jugend nicht so üblich waren. Ja? Wissen Sie auch, warum er weggegangen ist aus Buchberg? Es gibt verschiedene... Das Gefühl hatte ich, dass er mit seinen Lehrerkollegen nie richtig so intensiv, nie richtig harmoniert hat. Na, die waren ja mir hoch voraus. Wittgenstein war ja den anderen hoch voraus, in geistiger Hinsicht. Ja. 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 Kein Vergleich von Schullehrerwissen. Ja. Und er war ja universitätsreif. Ja. Ja. Er hat ja dann irgendwo Lehrkanzel bekommen in Cambridge, stimmt das? In Oxford. Ja. War er einsam hier? Fühlte er sich einsam? Ja. Er brauchte doch Leute um sich. Und ein Gesellschaftsleben hätte man bei ihm nichts bemerkt. War ausgesprochener Einzelgänger. Und Wittgenstein hat gesagt, das Wissen, das die Kinder brauchen, ja, muss insgesamt von einem Lehrer vermittelt werden können. Und es ist niemals so schwierig, ja, dass es nicht ein Lehrer beherrschen könnte. Das ist einfach ein Unsinn, hat Wittgenstein gesagt. Nicht? Also was Kindern im Alter bis zu 14 Jahren beigebracht werden kann, das muss ein Lehrer doch um Gottes Willen allein imstande sein. Nicht? Und weil er diese Klassen 2 Jahre gehabt hat in Buchberg und die dann in die Hauptschule vorgerückt ist, nicht? Hat er gesagt, nein, ich will wieder zurück an eine Volksschule, nicht, wo ich alles lernen kann. Ja, alle Klasse, alles also für einen so universellen Menschen wie Wittgenstein, den kann man doch nicht einschränken, auch nicht auf Mathematik oder auf Deutsch oder auf Geschichte. Nicht? Wenn er also doch alles, er will doch den Kindern die Welt zeigen. Der will ihnen doch nicht einen Gegenstand beibringen. Also ich meine, im Geschichtsunterricht also ist er ja also ist er zur Architektur der Griechen gekommen. Nicht? Er hat ihnen hier Häuser gezeigt, die barock sind. Er hat sie gefragt, was ist ein schönes Haus? Oder genau. Das waren die einfachsten Häuser. Genau. Nicht? Ja. Oder den Grubertskarl, diesen besten Schüler, den er gehabt hat. Nicht? Von dem weiß ich authentisch, dass er gefragt hat, die haben oft über Architektur auch gesprochen, nicht? Und da hat er gesagt, schau Karl, ja, ein Haus bewohnt man innen, daher muss die Anordnung der Fenster von innen bestimmt sein, durch die Funktion und nicht von außen. Nicht? Also diese Dinge hat er mit 12, 13, 14-jährigen Kindern besprochen. Ne? Ja. Oder er hat ein Mikroskop mitgebracht. Ne? Ja. Er hat den Blutkreislauf gezeigt. Ja. Er hat einen Eichkatzel also ein Mikroskop, sehr gutes Mikroskop, irgendwo hergebracht. Ja. Und da haben wir mikroskopische Präparate gelernt, die roten Blutkörperchen von den weißen Blutkörperchen. Das Blutserum. Also alles in der Volksschule, in der Volksschule. Ja. Können Sie noch erzählen, was er gemacht hat, nachdem er gespürt hat, dass sie Unzug betrieben hat mit den Kindern? Na, er hat das ja nicht erlebt selber. Aber er hat das gehört. Ich habe diese Geschichte dann erhoben. Ja. Warum? Also hatte Wittgenstein so ein schlechtes Gefühl? Ich meine, es muss doch ein sehr deutliches Gefühl gewesen sein, wenn ich sage, ich halte hier diese Menschen nicht aus. Mit diesen Menschen kann ich nicht gemeinsam unterrichten, meine Kinder. Nicht? Da muss ja ein ungeheures Gefühl dahinter stecken. Ja.
Und ich kann, man kann sich doch vorstellen, wenn Wittgenstein mit seiner Persönlichkeit, der bringt doch zum Ausdruck, dass er ein seriöser Mensch ist. Und jetzt sind dort zwei Falotten, zwei Verbrecher, zwei Sittlichkeitsattentäter. Da können Sie, das ist doch eine ungeheure Spannung, die liegt da in der Luft. Wie die den Wittgenstein angeschaut haben, wie der dorthin gekommen ist. Ja. Nicht? Ja. Und das genügt dem Wittgenstein. Das war für ihn so, für seine Sensibilität, wie eine Evidenz. Er brauchte also nicht wissen, was die gemacht haben, sondern er hat gesehen, dass da schlechte Menschen sind. Und das hat ja ich habe das nachher erhoben, dass diese beiden Leute verhaftet worden sind, wegen Unzucht. Und ich habe nachgefragt, weil mich das interessiert hat, wieso kann Wittgenstein so dezidiert schreiben, nicht? Das sind gar keine Menschen, das schreibt er wörtlich, das sind nur leere Larven. Ne? Und kannst du dir vorstellen, wenn so ein Sittlichkeitsattentäter sozusagen sagt, jetzt ist jemand da, der mich beim nächsten Mal ertappen wird. Ne? Na, wie die geschaut haben, dass die den Wittgenstein wieder loswerden. Los umkriegt. Und von Trattenbach natürlich ist er weggegangen, weil der Ortsschulrat gesagt hat, also diesen Menschen brauchen wir nicht. Der uns die Kinder überfordert, der sie uns nicht nach Hause lässt, ja, genau. Der kein Heiratskandidat ja, genau, ist, so der sich nicht mit uns abgibt. Eltern hier und der Bürgermeister und die Verantwortlichen der Gemeinde wollten sozusagen einen gefügigen Lehrer. Einen gefügigen. Ja? Und Wittgenstein war ganz das Gegenteil als ein gefügiger Lehrer. Ja. Nicht? Also ich meine, Wittgenstein war eine Persönlichkeit und er war es immer, und unter allen Umständen. Nicht? Und er hätte sich nie verleugnet. Ja? Das wäre ja ein Verstoß gegen die Redlichkeit, wenn er seine Persönlichkeit verleugnet. Er wäre nicht Katholik, er wäre nicht gläubig. War er gläubig? Er war gläubig. Eindeutig. Ja? Aber, ja, natürlich. Er hat in der Früh vor Unterricht gebetet. Hände kniet und inbrünstig gebetet. Das ist sehr wichtig. Und das hat er auch am Schulschluss gemacht. Inbrünstig gebetet. Er war ein gläubiger Mensch. Er glaubte an Gott. Er glaubte an Gott auf jeden Fall. Aber er ging nie zur Kirche zum Beispiel. Nein. Nein? Ja, schon. Ja, hier und da schon. Da gehe ich gerade, aber wenn sie mich fotografieren. Da gehe ich nicht so gebückt. Jetzt sind wir gerade. Sehen Sie? Stramm, du willst ja nicht stramm stehen. Sie sind hier nach oben gegangen mit ihm? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Aber es gab, dies gab es nicht. Das ist oben. Das ist mit gesteinsmäßig ist das Gebiet, wie gesagt, interessant. Verschiedene Mineralien. Ja. Ja. Wie Wittgenstein. Er ist immer aufrecht gegangen und immer zum Himmel geschaut. Zum Beispiel sagt, man kann an den Gang eines Menschen seinen Charakter erkennen.
den Kerl, was der für einen unregelmäßigen, unsicheren Gang hat. Das war der Scheinerbauer. Lass den an, aus dem wird nie was werden. Nichts ist aus ihm geworden. Das sind interessante Sachen. Er hat kein Gleichgewicht in seinem Leben.